Ja, nee, ich wäre jetzt zu der anderen Hexe gegangen und hätte Potions gekauft. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Das ist so lange her, das ist unfassbar. Ich höre den Affen immer noch. Jetzt ist er weg. Oh Gott, die sind so kacke. Geh weg. Geh weg. Ah, das ging ja schnell. Ja gut, dann muss ich sie gleich nochmal suchen. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben es ja nicht eilig. Also ich zumindest nicht. Ich weiß immer nicht, warum ich von wir spreche, wenn ich streame. Wobei, ich mache das auch beim Videos aufnehmen. Hallo, du sollst hier... Danke. Kann ich überhaupt Potions kaufen, wenn ich gar keine Schale, wollte ich schon sagen, kein Glas habe? Hier, sprich mit mir. Statt hier rumzuschnarchen, könnte die ihre Schwester auch selber suchen. Das ist echt unfassbar. Was ist das? Das, Skull Kid. Hat... Gott, du bist zu Kohome gekommen. Das ist lächerlich. Wenn es nur das Skull Kid ist, warum... Was könnte er denn tun? Oh. Also, wenn das stimmt, dann nimm diese Potion und bring sie zu ihr. Das ist nicht gut. Ich spreche gar nicht mehr wie eine Omi. Egal. Ja, ich brauche keine... Ja, bring das zu ihr. Mache ich. Alles klar. Ich sag ja, ich habe sonst nichts zu tun. Link sollte einen Problemlösungsservice anbieten. Dann kann er wenigstens noch ein paar Rubine dabei machen. Oder so ein Boten-Lieferjungen-Service. Da kann er bestimmt noch ganz viele kleine Deko-Kinder engagieren, die da mitmachen. Und schon hast du ein florierendes Business. Hier, mach hin, für mich. Ich finde den Weg eh nicht wieder. Hör auf mich zu verarschen, du blöder Rotpro-Affe. Meck, meck. Lass mich. Aua. Meck, meck. Komische Schildkröten, ey. Ah ja, ich sollte... Ja. Egal. Geht auch so. Geht auch so. Tja, jetzt gehen wir das mit, oder? Was wir denn machen wie das? Wie er das da hinhält. Ja. Flasche. Mit Zeug drin. Feiner Link. Hat Link fein gemacht? Ja. So, erstmal weg das Zeug. Hui. Oh. Ja, tue ich. Komisch, wieder fit. Du hast mich gerettet. Ich bin der Sumpf-Tour-Guide. Ich leite die Bootsfahrt und bla bla. Komm bitte zu mir, wenn du eine kostenlose Bootsfahrt haben möchtest. Ja, Streamen vom N64 ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also ich habe da viel zu wenig Plan von. Ich bin total froh, dass ich es heute gepackt habe, das bei meiner PlayStation 4 alles einzustellen, dass ich... demnächst auch mal von der streamen kann. Da habe ich zwar ein wesentlich schlechteres Headset und so ein Kram, aber das geht schon. Das geht schon. Aber N64, keine Ahnung. Da müsste ich da wahrscheinlich so viel rumbasteln mit irgendwelchen Kabeln und Scheiß. Da habe ich nicht so Bock drauf. Deswegen ist das jetzt eine ganz gute Alternative. Ja, ich plane Final Fantasy 15 dann zu streamen, wenn alles klappt. Also ich hoffe ja, dass ich es direkt am 29. abholen kann. Ich habe es halt
im GameStop vorbestellt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Der Typ hat mich einfach nur so krass bequatscht, als ich da war. Da stand halt so ein... Was wollt ihr denn jetzt? Was ist los? Du hast komische Kräfte. Nein. Ich habe dich beobachtet. Seit neuestem ist dieser Sumpf mit vergiftetem Wasser gefüllt. Der Tempel über dem Wasserfall ist strange. Ich müsste das eigentlich anders sprechen, weil er voll viele Sachen weglässt. So grammatikalisch, aber... Bruder zu Tempel gegangen. Aber Bruder nicht in der Lage zu finden. Tempeleingang. Tempel für Dekus nur. Nur für Dekus Tempel. Egal. Macht beides nicht viel Sinn. Bruder gefangen von Deku. Jetzt in Palast. Hilfe. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, der Typ im GameStop hat mich halt voll bequatscht. Ich hab's dann vorbestellt. Was halt, wie gesagt, eigentlich nicht geplant war. Ich wollte es mir halt einfach so kaufen, ohne es irgendwo vorzubestellen, weil früher kriege ich es ja sowieso nicht. Als andere oder so. Also, und selbst wenn. Das bringt mir irgendwie immer nicht so viel. Ich behaupte gar nicht, ich kann es 2 Tage früher spielen als ihr alle. Ich bin so cool. Ja, dann habe ich es halt vorbestellt, habe irgendwie direkt 5 Euro angezahlt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe was anderes kaufen wollen. Deswegen habe ich dann gesagt, ach scheiß drauf, da kannst du auch 5 Euro drauflegen und kannst das schon mal vorbestellen. Ja, und ich hoffe halt, dass ich es auch am 29. dann direkt bekomme. Dass ich dann auch direkt anfangen könnte zu streamen. Ich weiß halt noch nicht, inwiefern ich das wirklich durchziehe und ob ich das auch komplett Let's Play, weil das, also Let's Play streame, weil Final Fantasy ist halt so ein Spiel, wo man sich auch auf die Story konzentrieren muss und wo ich auch gerne da so richtig eintauche und ich befürchte, dass ich dann nicht in der Lage bin, irgendwas zu erzählen. Also ich bin dann wahrscheinlich nicht sehr unterhaltsam, weil ich einfach dann so drinnen sein werde. Wahrscheinlich werde ich in den ersten 2 Sekunden erstmal heulen, weil ich mich so freue. Und ich bei Final Fantasy immer so krass emotional werde. Muss ich halt dann mal gucken, wie es läuft. Ich habe halt schon einige Spiele versucht zu Let's Playen oder zu streamen, wo ich es dann im Endeffekt abgebrochen habe, weil das einfach keine Spiele waren, die ich dauerhaft irgendwie streamen oder Let's Playen wollte, weil mich das einfach gestört hat, dass ich die ganze Zeit quatschen musste. Es ist halt auch gut, dass ich zum Beispiel auch so Sachen wie Dragon Age Inquisition oder The Witcher 3, dass ich sowas halt nicht aufgenommen habe, weil ich glaube, dann hätte ich durch das ganze Gesabbel, dann hätte ich einfach nicht viel mitbekommen und das ist schon ganz gut so. Es gibt halt einfach Spiele, die möchte ich nicht öffentlich spielen, die möchte ich für mich alleine haben. Ah! Oh Gott, die hat so riesen Augen. Danke, was du da getan hast im Wald. Ich habe einen besonderen Deal für dich. Ich lass dich hier umsonst fahren. Ah, und ja, wir haben so ein Special going on right now. du kannst das kostenlos hier machen. Nee. Was, du schläfst jetzt bei meinem Stream ein? Ist das so langweilig? du kannst nur ein Piktograph zur gleichen Zeit schießen. Aber du kannst es so oft wieder neu machen, wie du willst. Wenn du ein tolles Bild vom Boot aus machst, dann bringst du dem Typen da drüben. Mach ich. Alles klar, das Boot geht ab. Zelda Majora's Mask in Ghetto-Slang. Ja. bitte genießen Sie den Kram hier. Ich habe das noch nicht mal ausgerüstet. Jetzt, Ja, das kann sein. Ich meine, vielleicht rede ich auch wie so ein Wasserfall, weil ich so aufgeregt bin und das so hype oder so. Das kann auch möglich sein. Ich weiß es noch nicht.
Diese Erfahrung muss ich dann erst machen, aber ich freue mich auf jeden Fall schon wie Bolle. Ihr könnt ausrasten. Jeden Tag sehe ich irgendwas, irgendwelche Trailer, irgendwelche Sachen oder irgendwer, der schreibt, oh, nur noch 3 Tage, nur noch 4 Tage, nur noch dies und das und ich bin voll aufgeregt. Ja, das wusste ich irgendwie, glaube ich, noch, dass man die fotografieren sollte. Ich glaube, ich habe damals sogar mal dieses dicke Ding vor der Tür sogar fotografiert. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Warum habe ich so gemacht? Das dicke Ding vor der Tür. Meine Katze wahrscheinlich. Ah, ja, so. Furchtbare Mucke. Nein! Falscher Knopf! Verdammte Axt! Ich wollte das nicht. Ich wollte ihn nicht töten. Es tut mir leid. Oder habe ich nicht sogar so einen großen Sting hier? So einen Pilz? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Wasser ist giftig. Wir müssen aufpassen, wo wir hinlaufen. Aber ich gehe erstmal kurz raus. Erstmal gucken. Lucky Lucky machen. Vielen Dank. Yeah, Dead by Daylight. Ja, müssen wir eigentlich auch mal wieder eine Session machen. Aber irgendwie kommen alle nicht mehr zusammen. Das ist so doof. Haben alle irgendwas anderes zu tun. Ihr kleinen knuffigen Dinger. Ich muss mich bestimmt verwandeln. Das fand ich früher auch so creepy. Das ist der Palast vom Deku-Königreich. Nur die ein offizielles Anliegen haben können. Passieren. Wie reden so Dekus? Ich habe keine Ahnung. Außer ist mit seinem Kopf nicht in Ordnung. Aber du kannst rein, um zu sehen, die öffentliche Niedermachung. Das ist das falsche Wort. Die öffentliche Demütigung des blöden Affen, der unseren König geärgert hat. Folge dieser Halle geradeaus zur royalen Kammer. Geh nicht irgendwo anders rein, okay? Nee, nicht. Ich will aber. Das finde ich gut. Party, 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 Party. Wie sie abgehen. Super. Nee. Mit seinen 3 Blättern da vor seinem nicht vorhandenen. Ich hab dein Face noch. Dein Face. Ach Gott, es tut mir leid. Ich habe dein Gesicht dort nie vorher gesehen. Bist du ein Besucher? Eigentlich erlaube ich nicht, dass irgendjemand meine royale Kammer betritt. Aber heute ist es anders. Wir sind gerade dabei, den bescheuerten Affen, der die Deku-Prinzessin gekidnappt hat, zu punishen, zu bestrafen. Mit der Macht des Mondes. Ja, das ist gar nicht so easy, finde ich irgendwie. Das aus dem Englischen dann direkt so in meinem Kopf ist es ja alles da. Ich verstehe es ja auch. Aber das dann so schnell auch aus meinem Mund herauszubekommen, dass es einen Sinn ergibt, das ist irgendwie gar nicht so easy. Wahrscheinlich sollte ich öfter mal Spiele in Englisch spielen.
und sie mir dann selber laut auf Deutsch übersetzen. Keine Ahnung.